Ah, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Elex. Immer noch auf der Suche, woran es liegt, dass ich immer wieder diese Lex-Bikes habt. Ich verstehe es nicht. Meine CPU ist nicht überlastet, meine GPU dürfte eigentlich auch nicht überlastet sein. Ich verstehe es nicht. Weil in-game habe ich gar keine Lex, aber in den Videos immer mal wieder so ein, zwei Sekunden. Das regt mich auf. Das ist so random. Naja, jetzt abgesehen davon, wir sind eigentlich in der Kleriker City so gut wie fertig. Geil, der Bildschirm ist mir noch nie aufgefallen. Also, ich glaube, wir haben... Was liegt da hinten noch so? Liegt da was? Und wenn, dann haben wir es schon mal geholt wahrscheinlich. Und das Problem ist jetzt, auf jeden Fall, wen schließen wir uns an? Was haben wir denn hier? Eine Zigarettenstange nehmen wir mit. Nanu, ein Besucher? Normalerweise sind Gäste hier selten. Der Fels schreckt die meisten ab. Du machst mir aber nicht den Eindruck, als hättest du ein Problem damit. Naja, nö. Sei es drum. Ich muss dann mal wieder. Störe ich? Ich stecke einfach bis zum Hals in Arbeit, nichts weiter. Dieses verdammte Gestein gibt nicht so schnell nach, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber lass dich von meinem Gerede nicht aufhalten. Zumal ich davon ausgehe, dass du sowieso nichts vom Erzabbau und der Stahlverarbeitung verstehst. Da täuschst du dich. Ich glaube kaum. Weißt du überhaupt, woraus Stahl besteht? Es ist ein Gemisch aus Metallen, Nichtmetallen und Kohlenstoff. Jetzt überraschst du mich aber. Respekt. Die meisten denken, das Zeug liegt einfach so unter all dem Fels verborgen. Hier, nimm das. Ich hab's vor Jahren gefunden, als ich draußen beim Krater war. Jeder leckt sich die Finger danach, aber mir hat es immer Glück gebracht. Ich glaube, bei dir ist es in guten Händen. Danke. Gibt es etwas, das ich über euch Schachter wissen muss? Wir hantieren nicht mit irgendwelchen Reagenzgläsern herum oder brüten über irgendwelchen Konstruktionsplänen. Das, was wir tun, ist schnell erzählt. Wir malträtieren den Stein, um an Rohstoffe zu kommen. Die Arbeit ist hart, gefährlich und man muss sich damit abfinden, so gut wie keine freie Zeit mehr zu haben. Klingt echt nicht erstrebenswert. Klingt nicht erstrebenswert. Ich weiß, aber die Arbeit muss getan werden. Ein Großteil unserer Roboter kann für diese Aufgabe nicht eingespannt werden. Sie müssen unseren Jungs an der Front beistehen. Und die Leute, die unsere Suggestoren da draußen aufgreifen, sind kaum zu gebrauchen. Mal ganz unter uns. Im Kern bleiben diese Typen der ruchlose Abschaum, der sie waren. Aber vielleicht bist du ja die Ausnahme. Willst du mich beleidigen? Nein, ich sage nur, was ich denke. Hör mal, versteh mich nicht falsch. Du kommst von draußen und trotzdem rede ich mit dir. Das sollte reichen, um dir zu verdeutlichen, dass ich nichts gegen dich habe. Ich biete dir sogar die Möglichkeit, ein paar Splitter zu verdienen. Aber dafür erwarte ich auch etwas. Okay, was soll ich für dich tun? Ich habe gerade Zeit. Was soll ich für dich tun? Alles, was ich will, ist, dass Eli, ein Gefangener, nun ja, verschwindet. Er ist eine Bedrohung für die Gemeinschaft. Stattdessen wollen die Suggestoren, dass er in Zukunft unsere Kluft trägt. Ich sage dir, der Kerl ist eine tickende Zeitbombe und ich weigere mich, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und warum glaubst du, dass er gefährlich ist? Ich habe es in seinen Augen gesehen. Da flammte blanker Hass auf. Manchmal weiß man Dinge einfach. Darum kannst du dich auf meine Einschätzung verlassen. Wir dürfen es nicht zulassen, dass sich solche Kerle hier länger als nötig aufhalten. Was soll ich deiner Meinung nach mit Eli machen? Worte helfen in dieser Sache nicht. Die Suggestoren kann man nicht von ihrem Vorhaben abbringen. Das wäre auch kompletter Irrsinn. Das hat noch nie jemand geschafft. Wenn jemand allerdings Eli helfen würde, auszubrechen, dann hätte man eine Chance, ihn vor die Tore des Horts zu locken. Dort könnte man dann ungesehen kurzen Prozess mit ihm machen. Du verlangst ganz schön viel. Denkst du, das weiß ich nicht? Es steht ja auch ziemlich viel auf dem Spiel. Es kommt schließlich nicht alle Tage vor, dass ich einem Außenstehenden so viel Vertrauen schenke. Okay, warum will der bitte... Der will, dass ich einen Gefangenen beim Ausbruch helfe, um ihn dann vorne zu töten. Wolf meinte, dass... Eli, glaube ich, war es, oder? Beim Ausbruch aus dem Hort helfen sollte und im Vorwand in den Hort locken soll. Einmal dort angelangt, sollte es dann leicht sein, ihn zu töten. Bla bla bla. Ich würde gerne erstmal mit den Gefangenen reden, bevor ich
Was liegt da? Was liegt da? Ich speichere kurz ab. Ich sehe, wenn du was einsteckst. Ja, okay. Sorry, Model, echt. Dort ist Eli. Wir porten uns darüber. Zu den Gefangenen müssen wir. Die sind... Doch, die. Ich glaube, ich muss dafür rein, gell? Dann komme ich hinten in den Gefangenen-Ort. Nee, komme ich nicht. Ich muss rüber. Okay. Der Prediger. Oh, guck mal. Hier stimmt, hier waren die Gefangenen. In der Reinheit liegt. Hi. Muss ja sagen, die Rüstung von denen ist halt schon sehr geil. So, schon sehr geil. Nein. Oh ne, nicht wieder der. Nicht. Hi. Verrotten sollen sie allesamt. Eine Bande von Bastarden versteckt unter dem Mantel der Selbstgefälligkeit. Und du? Was ist mit dir? Hast du etwa vor, dich diesen Irren anzuschließen? Nein. So dumm siehst du nicht aus. Naja, draufgeschissen. Ich habe es satt, hier meine Monologe zu führen. Also spare ich mir lieber meinen Atem. Du bist offensichtlich nicht freiwillig hier. Nein, und wenn es nach mir ginge, wäre ich längst wieder weg. Stattdessen wollen diese Spinner mich einer Hirnwäsche unterziehen, sodass ich in ihren Schächten Staub ansetze. Aber so einfach kriegen sie mich nicht klein. Okay. Wie konnten sie dich gefangen nehmen? Ich hatte keine Wahl. Ein Stoßtrupp der Kleriker hat mich zusammen mit meinem Kumpel in der Steinwüste aufgelesen. Schwer verwundet lagen wir dort und haben unsere Wunden geleckt. Zuvor gab es eine Meinungsverschiedenheit mit unseren Begleitern. Wir haben sie gelöst, indem wir uns gegenseitig zu Klump geschossen haben. Und was ist jetzt dein Plan? Plan? Ich habe keinen Plan. Nur eine Idee. Eine Idee von Freiheit. Vielleicht bist du ja bereit, diese Idee mit mir zu teilen. Egal, was du über mich denken magst, dass ich hier festsitze und man mir den Verstand rauben will, ist falsch. Du erwartest, dass ich dir helfe zu entkommen. Ich erwarte gar nichts. Aber die Freiheit ist ein hohes Gut. Sie zu verlieren, ist ein Verbrechen. Kann ich also auf dich zählen? Auch wenn der Typ ein Outlaw ist, bin ich mir bei ihm nicht sicher. Frag dich lieber, ob du ein Outlaw bist. Oder fehlt es dir an den nötigen Eiern? Mit jemandem wie dir habe ich kein Mitleid. Ich denke darüber nach. Ich denke darüber nach. Das ist immerhin etwas. Komm einfach zu mir, wenn du mir zu einer zweiten Chance verhelfen willst. Dann kannst du immer noch entscheiden, wie du agierst. Wegen deiner Flucht. Gib mir die Details. Es reicht nicht, dass nur ich hier der Typ. Ich muss auch meinem Kumpel, den Schachter Wolf, zur Freiheit verhelfen. Aber das soll nicht deine Sorge sein. Du kannst bei ihm nichts ausrichten. Er ist bereits überzeugt, einer von ihnen zu sein und erinnert sich an nichts mehr. Bei mir verhält es sich anders. Irgendwo muss er noch ein Stück Resthirn besitzen, das sich an mich erinnert. Was du allerdings für mich tun kannst, ist Folgendes. Ich brauche meine Waffe und eine passende Tarnung. Sobald du mir das gebracht hast, erkläre ich dir den Rest. Aber beeil dich. Wenn ihre Suggestoren Erfolg haben, ist in 2 Tagen nur noch Brei in meiner Rübe. Krass, sein Kumpel ist der Typ, mit dem wir gerade geredet haben und er will, dass er stirbt, obwohl das eigentlich sein Kumpel ist. Was machen die mit den Leuten? Wie soll ich das Zeug beschaffen? Meine alte Waffe müsste im Haus der Suggestoren zu finden sein. Dort bewahren sie den konfiszierten Krempel auf. Du wirst nicht umhinkommen, sie zu stehlen. Also sei vorsichtig. Eine passende Kleidung zur Tarnung kannst du sicher bei einem der Händler im Schachterviertel bekommen. Ein einfacher Fetzenstoff reicht allerdings nicht.
Sieh dich also genau um. Und schlepp die Sachen nicht Stück für Stück an. Diese Zelle gibt mir keine Möglichkeit, irgendetwas vor den Augen der Kleriker zu verbergen. Wolf will dich tot sehen. Wolf will dich tot sehen. Natürlich will er das. Sein Gehirn hat man schließlich auch durch den Mixer gejagt. Das, was er glaubt zu sein, ist er nicht. Kurz gesagt, gibt da einfach nichts drauf. Ganz ehrlich, der tut mir fast ein bisschen leid. Warum machen die so eine Gehirnwäsche mit denen? Was ist los mit denen? Wir müssen hier raus. Die sind alle krank. Die sind doch alle verrückt. Allesamt. Ihr habt alle weg, einen Schuss weg, Mann. Ich gründe meine eigene Gilde mit normalen Menschen. Ray, du bist da auf jeden Fall dabei. Okay, wir müssen ihm bei der Flucht helfen. Ich würde gern... Du bist nicht zum Beten hergekommen, richtig? Nur die Hoffnungslosen erflehen göttlichen Beistand. Und dein Gesicht spricht eine andere Sprache als die der Hoffnungslosigkeit. Also, wie dicht dran bin ich mit meiner Einschätzung? Dein Gespür täuscht dich nicht. Dein Gespür täuscht dich nicht. Dachte ich es mir doch. Weißt du, es hat einen Grund, warum ich das Gespräch mit dir suche. Die meisten meiner Brüder und Schwestern belächeln meine Wissbegier, weil ich mich mit einfachen Antworten nicht zufrieden gebe. Darum honorieren sie es nicht, wenn ich versuche, hinter die Kulissen zu blicken, sondern belegen mich mit Verboten. Deshalb dachte ich, dass du mir vielleicht aus der Patsche helfen kannst. Du bist ziemlich direkt. Ja, ein weiterer Grund, warum ich immer wieder in Schwierigkeiten gerate. Aber ich halte es lieber so, dass ich sage, was ich denke, als dass ich etwas unausgesprochen lasse. Darum würde ich es als persönlichen Gefallen ansehen, wenn du mir dein Ohr leihst. Okay, bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Gut. Gut. Das hätte ich gern. Erfahrener Jäger. Bücherwurm, Praktiker, du bekommst Erfahrung. Das hätte ich sehr gern. Falscher Händler geben wäre. Was? Kampftheorie? Den Kampfwert? Überlebenstheorie. Wir können leider nur das lernen, aber Falscher ist jetzt nicht so geil. Nee, gar nicht. Ciao. Wie kann ich dir helfen? Schilder mir dein Problem. Hast du schon einmal vom Propheten Arvid gehört? Nein. Nein, sollte ich das? Oh ja. Er ist der Begründer unseres Ordens. Der Grund, warum wir existieren. Okay. Mehr brauche ich nicht zu wissen. Erzähl mir etwas über Arvid. Nun, ich weiß zwar mehr als die meisten hier, aber längst nicht alles. Ich fange am besten von vorne an. Geboren wurde er vor circa 200 Jahren. Gott. Und er war der Erste, der von Kalan erleuchtet wurde. Nach dem Meteoreinschlag hatte er die Bürde und das Privileg, die Menschheit in eine neue Zukunft zu führen. Doch nur ein Teil der Hoffnungslosen war bereit, sich unter seiner Führung zu sammeln. Was aus dem Rest geworden ist, sieht man am ehesten, wenn man nach Tavar blickt. Und weiter? Dass wir die Nachkommen derer sind, die treu an seiner Seite waren, hatte ich ja schon erwähnt. Er und ein paar Auserwählte lehrten den weniger Wissenden, die Technik zu verstehen und zu beherrschen. Und obwohl unsere Gemeinschaft klein war, konnten wir uns mit ihrer Hilfe vor der Niedertracht der gottlosen Menschen wehren. Der gottlosen Menschen. Wann ist er gestorben? Einige glauben, dass er noch heute unter uns weilt, obwohl das Unsinn ist. Schon zu Lebzeiten haben einige Ungebildete ihn in den Gottesstand heben wollen. Er hat dieses aber immer von sich gewiesen. Vielmehr ist es so, dass er seine Zeit hat kommen sehen. Den Überlieferungen nach hat ihn die Trauer über die Uneinsichtigkeit der Menschen von innen zerfressen. Und als er denen, die sein Wort hören wollten, alles gesagt hatte, ist er in das große Licht gegangen. Was genau das große Licht ist, darüber streiten sich noch heute die Gelehrten. Manche sagen, er ist in den Himmel zu Kalan aufgestiegen. Wieder andere, dass er zum Grunde des Kraters aufgebrochen ist. Aber jetzt habe ich mich in meiner Erzählung total verrannt. Worauf ich hinaus wollte, ist Folgendes. Ich möchte mehr über ihn wissen. Über sein Leben, sein Wirken, einfach alles. Aber lässt man mich die Schriften im Archiv studieren? Nein, rausgeworfen hat man mich. Konzentriere dich auf das Hier und Jetzt, raten sie mir. Dabei kann die Zukunft nur geformt werden, wenn man die richtigen Schlüsse aus der Vergangenheit zieht.
Du benötigst Zugang zum Archiv. Das wäre schön, aber nein. Mir wurde ein anderer Aufgabenbereich übertragen. Alles, was ich will, ist ein Exemplar von Arvids Lehren. Es müsste in gedruckter Form vorhanden sein, nur eben nicht für die Allgemeinheit zugänglich. Wenn ich das hätte, könnte ich meine Wissenslücken schließen. Nur dazu müsstest du es schaffen, dich ins Archiv zu mogeln. Ich glaube, ich hab das schon. Wer sagt, dass ich dir helfen will? Niemand. Ich weiß auch, dass die Aufgabe sicher nichts für die Geschichtsbücher ist. Dennoch bitte ich dich darum. Was ich dir auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben möchte, ist Folgendes. Ich bin mir sicher, ich kann aus den Aufzeichnungen Dinge entnehmen, die der gesamten Menschheit etwas nützen werden. Schließlich wäre es arrogant anzunehmen, dass alle Geheimnisse schon entschlüsselt wurden. Ich hole dir das Buch. Ich hole dir das Buch aus dem Archiv. Danke. Ich kann es kaum erwarten, Seite für Seite zu verschlingen. Habe ich das nicht schon? Ja, ich habe das Gott sei Dank schon. Geil! Ich habe, was du wolltest. Unglaublich. Jetzt kann ich endlich das Wort des Propheten ungefiltert erfahren. Du hast wirklich etwas gut bei mir. Nicht der Rede wert. Nicht der Rede wert. Du bist ein Schatz. Ich meinte ein toller Kerl. Oder was wäre die korrekte Bezeichnung? Lass gut sein. Ach ja, sollte ich irgendetwas Interessantes in den Schriften entdecken, lass ich es dich wissen. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Gerne, mit Kälte gesunken. Gäh, wir sind so lieb, Mann. Einfach so nebenher eine Quest erledigt. Gott sei Dank hatten wir das schon. Guck, es lohnt sich immer, jeden Scheiß mitzunehmen. Genau wegen sowas. Wie sieht's eigentlich leveltechnisch aus? 37 Punkte, wir sind vor kurzem Level-up geworden. Wir haben 30 Level. Rein theoretisch könnten wir... 65 bräuchten wir, gell? Wenn ich das auf 60 mache... Wir machen das jetzt einfach. Punkt. Und wir nehmen jetzt... Ring des Multitalents. Wir haben 65. Und jetzt nehme ich Y1, das da. Bäm! Leute! Oh! Sorry! Haben wir gespeichert? Oh nein! Echt jetzt? Ich hasse mich. Ich hasse mich. Ich hasse mich. Oh mein Gott, das war so dumm. Ich wollte doch nur die Waffe ausprobieren. Oh, Leute. Wir skippen schnell durch. Wir skippen schnell durch. Das ist alles kein Thema. Das ist nur kommt nichts erledigt. Falsch. Ich würde sagen, ich mache das schnell offscreen und wir sehen uns gleich wieder. Ich schneide das zusammen. Und da sind wir auch schon wieder und haben alles erledigt. Hey, hast du mir... Nee. Die ist eigentlich ganz nett gewesen. Du benutzt dich hier besser. Ja, ist okay. Sorry. Sorry, du Model. Erstmal speichern, ey. Nicht, dass da nochmal so eine Scheiße passiert. So, oh ja. Ich wollte... Bam. Übernehmen. Zack. Wir wechseln den Ring. Hier, Ring des Multitalents. Zack. Waffe. Doppelwaffe. Quickslot zuweisen. 1. Bam. Neue Waffe. Speichern. So, wir haben es endlich getan. Wir haben die krasse Waffe genommen. Wir können da aber kein Schild zu tragen, glaube ich. Nee, gell? Geht echt nicht. Okay, das ist cool. Das ist eigentlich... Wir haben eine neue Waffe. Eine deutlich stärkere Waffe als sonst. Das sind über 20 Damage mehr.
plus Feuerschaden, also... Es ist endlich soweit. Es ist endlich soweit. Oh, guck mal. Wir reden doch mal mit Wolf. War der nicht hier irgendwo? Was ist eigentlich hier? Was ist hier? Das interessiert mich jetzt. Ah, da bist du ja. Hi. Eli sagt, dass er dich kennt. Mich kennen? Von wegen. Bespuckt hat der Kerl mich, nur weil er meint, ich hätte ihn schief angeguckt, als sie ihn ins Loch gesteckt haben. Egal, welche Geschichte er dir aufgetischt hat. Lass dich nicht einwickeln. Ach, glaubt ihr, das ist gelogen? Oh mein Gott, wer ist jetzt... Toter Briefkasten. Womit denn? Womit denn? Ich helfe dir mal ein bisschen. Oh. Das war gerade irgendwie buggy. Egal, wir haben das Eisenerz. Vielen Dank. Der Rest kannst du behalten. Du musst ja irgendwo noch arbeiten können. Oh, komm, da liegt noch ein Hammer. So. Boah, was ist wahrscheinlicher? Die Gehirnwäsche? Oder dass der Typ mich anlügt? Aber er kennt ja seinen Namen. Er kennt seinen Namen. Was sagt denn die Quest? Der Wolf... wir gehen jetzt mal aufs Quest-Symbol. Ellie, hier, das da. Der braucht... Ellies Waffe, Eli's... Und, doch, Ferdinand steht da. Muss ich zu dem. Wir besorgen ihn erstmal das Zeug. Wir wollen ihn ja so oder so oft von der Flucht, bei der Flucht helfen. Din, 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 din. Mann, das ist hier mal alles so kompliziert aufgebaut. Deswegen hasse ich die Stadt. Oh Leute, jetzt kommen wir wieder hier hin. Hä? Der ist doch... Ach, hier geht's rein. Oh mein Gott. Hi. Hey, brauchst du was? Ja. Wenn ja, dann sieh dir mein Zeug an. Für ein paar Splitter biete ich dir 1A-Qualität. Wir haben eine krasse Waffe. Zeig sicher doch. Erstmal Ware hier. Was hast du? Du hast Rüstung für mich, gar nichts. Waffen? Bekehrer. Was für eine Scheißwaffe. Also, nee, ist nicht mein Niveau. Das ist leider nicht nein. Hast du Brennstoff? Hast du Brennstoff? Du hast keinen Brennstoff? Kacke, ich brauche Brennstoff. Oh, aber die Energieriegel, 15, da könnten wir eigentlich mal ein paar nehmen, so 10 Stück. Danke. Für die Gesundheit. Handel akzeptieren, so. Ich bin auf der Suche nach spezieller Kleidung, nicht das Übliche. Für gewöhnlich bin ich bestrebt, die Wünsche meiner Kunden zu erfüllen. Aber was genau hast du im Sinn? Ich brauche etwas, das nicht auffällt. Etwas, das nicht auffällt? Nun ja, das Einzige, was hier nicht auffällt, ist die Rüstung einer unserer Leute. Wenn du daran Interesse hättest, verkaufe ich sie dir. Es handelt sich aber nicht um Neuware. Sie gehörte einem Kameraden, der mittlerweile in Kalans Hallen weilt. Das drückt den Preis. Verkauf's mir. Verkauf mir die Rüstung des Gefallenen. Sicher doch. Ich habe sie gut verschnürt, sodass der Transport einfach fallen sollte. Empfiehl mich ruhig weiter. Danke. Woher beziehst du deine Ware? Wie du sicher weißt, streifen unsere Einheiten auf der ganzen Welt umher. Manchmal kommt es dann zu Kampfhandlungen, wenn Fremde sich unkooperativ zeigen. Und das, was vom Gegner übrig bleibt, wird eingesackt.
Hast du viele Kunden? Definiere viel. Natürlich ist Ignadon nicht gerade der beliebteste Umschlagplatz der Welt. Ab und an muss ich auch in den Schächten mit anpacken, wenn niemand Interesse an meinem Zeug zeigt. Aber alles in allem komme ich über die Runden. Interessant. Auf jeden Fall gut gerüstet. Wir haben das den ersten Teil. Ja, sorry, ich gehe wieder raus, bevor du wieder herkommst. Den ersten Teil haben wir von seinem Zeug. Jetzt brauchen wir nur seine Waffe. Die besorgen wir noch schnell. Ich weiß, wo wir die haben. Wir haben die sogar mal aus Versehen genommen und dann wurde ich dumm angemacht mit... Du hast hier was geklaut. Ja, Schnauze. Also, die Kleriker wären ganz geil. Die Rüstung ist geil. Deren Art ist geil. Deren Stadt sieht nice aus. Aber dieses Gottesgeschwätz. Kalan. Kalan, sei mit mir. Kalan weist uns den Weg. Oh ja, es ist geil. Wir lieben Kalan. Das geht mir so auf den Sack. Also, deswegen fallen die eigentlich fast raus. Die Outlaws, ich finde die eigentlich sind sie ja ganz witzig. Jeder ist halt so sein eigenes Arschloch. Das ist so eine Gemeinschaft der Arschlöcher. Aber es sind halt alles Idioten, die wollen alles in die Luft springen. Und die Berserker, ne? Die sind halt in ihrem Ding, ne? Speichern. Die Frage ist, komme ich hier? Wir können hier einfach durchklettern, oder? Ja. Hör auf zu schleichen. Ich merke es ja doch. Oh, sorry. Mach das ja nicht nochmal. Hier nicht zu. Ja, verschwinde einfach. Ja, sorry. Habe ich dich eingeladen? Hier gibt es nichts für dich. Hier gibt es nichts für dich. Danke. Speichern. Das heißt Roboter. Ja. Hau ab. Danke echt. Ob es sinnvoller wäre, mich von da reinzuschleichen? Das Schleichen kannst du dir sparen. Ich wüsste nicht, was du hier zu suchen hast. Sorry. Da gehen die Leute mir auf den Sack her. Hat sie mich gesehen? Setz dich hin. Ja. Wir speichern. Speichern. Und du, Bitch. Sorry. Ups. Du klaust hier nie. Oh, ciao. Ja, es war ein Versuch wert. Sagen wir mal ehrlich, war ein Versuch wert. Kampfmusik, ich habe schon lange geladen. Brauchst nicht starten. Erstmal Pause machen. So. Wir helfen ihm auf jeden Fall bei der Flucht für die Quest. Das Spiel fordert mich echt immer, Entscheidungen zu treffen. Das macht mich so wütend. So, wir haben das Zeug, wir gehen zu ihm. Geben wir ihm das Zeug, aber natürlich ist er wieder am Pinkeln. Das machen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.